Schönen guten Abend, liebe Freunde. Schön, dass ihr hier seid. Heute zu A1. Und wer ist hier? Hallo, liebe Freunde. Herzlich willkommen. Heute schauen wir uns zwei Sachen an. Das erste, was wir ansehen, ist ein Buch. Denn ich habe am Wochenende euch eine Buchempfehlung geschickt und wenn ihr viel alleine lernt, dann helfen euch diese Bücher, die ich euch heute zeige. Und nachher schauen wir uns die trennbaren Verben an. Ja, schön, dass ihr dazugekommen seid. Und ja, wie funktioniert das heute? Ich habe zwei Bücher hier und diese zwei Bücher zeige ich euch jetzt gleich. Ich habe hier mein Telefon und da kann ich euch das besser zeigen. Ich schalte dazu auf diese Ansicht. Ja, das ist mein Telefon. Wenn ich mit dem Finger wische, kommt das. Ja, und ich muss jetzt die Kamera-App öffnen, dann kann ich euch etwas zeigen. Und zwar, ich habe vier Bücher empfohlen für A1 und heute zeige ich euch zwei. Und hier ist schon das Buch, es heißt Netzwerk neu und ist für das A1-Niveau. Und hier sieht man, es ist mit Audios. Ja. Aber wie funktioniert das? Also in diesem Buch gibt es sehr viele Übungen. Das Buch hat insgesamt ja 175 Seiten. Es ist sehr dick und es gibt viele Übungen. Schaut mal, das ist das Inhaltsverzeichnis und es gibt sehr viele Übungen. Zum Beispiel hier im dritten Kapitel. Und da möchte ich euch jetzt etwas zeigen. Schaut mal, hier, ich mache das größer, ja, gibt es zum Beispiel eine Zahl. Hier gibt es eine Zahl. Hoppla, hier. Hier gibt es eine Zahl und das Audiosymbol. Und immer, wenn man das sieht, kann man mit dem Handy etwas Tolles machen. Ich zeige es euch gleich. Aber schauen wir uns mal diese Übung an. Ja, was steht hier? Hier steht, wählen Sie, hören Sie und markieren Sie für lang und Punkt für kurz. Sprechen Sie dann nach. Ja, aber ich kann das ja nicht hören. Das ist ja ein Buch, oder? Doch, und zwar geht das so. Es gibt eine App und die habe ich hier schon offen. Und diese App ist vom Verlag. Und man kann hier diese Seite einscannen. Und jetzt bekommt man ein Menü. Und da gibt es die Zahl, die ich vorhin gesagt habe. Die muss man sich merken. 1,31. Hier ist das. Und jetzt schaut mal, was passiert. Ich drücke das jetzt an. A oder A? Aha. Fragen. Machen. Arbeiten. E oder E? Ja, kurz. Oder lang. Und das Tolle ist, und das zeige ich euch jetzt auch, es gibt ja auf der Webseite auch die Lösungen. Schaut mal, ich öffne die Seite und sehe hier nun die Lösungen. Es ist das Kapitel 3. Hier gibt es die Lösung 1 bis 6 und 7 bis 12. Und dann kann ich hier klicken und wir hatten die Übung C auf der Seite 33. Kapitel 1, Kapitel 2, 3. Hier ist schon 3. So, jetzt ist die Frage. Das war jetzt Kapitel 3. Aufgabe 5c. Schauen wir mal. Aufgabe 5c. Hier ist das Kapitel 2.
Hier ist das Hoppla, ihr könnt es nicht sehen. Jetzt könnt ihr es sehen. Hier ist das Kapitel 3. Und jetzt war das die Aufgabe 5c. Dann finde ich hier die Antwort. Lang, kurz, kurz, lang, kurz, lang. Und das geht mit allen Aufgaben. Und weil das so toll ist, gefallen mir diese Bücher so gut. Deshalb möchte ich euch diese Bücher empfehlen. In der Videobeschreibung findest du wieder diese Empfehlung. So, aber jetzt komme ich nochmal zu euch, ja, und darf nochmal Hallo sagen, denn heute geht es um trennbare Verben. Ja, was sind trennbare Verben? Kennst du ein Beispiel? Kennst du ein Beispiel für trennbare Verben? Hast du das schon mal gehört? Trennbare Verben. Gib mir ein Beispiel. Ashraf schreibt zum Beispiel aufstehen. Ja, sehr gut, Ashraf. Das ist ein trennbares Verb. Was noch? Einkaufen, schreibt Denis. Super. Was noch? Mitmachen. Ausgezeichnet, super. Zuhören, ganz genau, Meltem. Und Rima schreibt, ja, gerne. Sehr gerne. Weglaufen, mein Zucker als 1, 2, 3 laden. Ja, aber ich hoffe, du bleibst hier und läufst nicht weg. Was noch? Welche Beispiele fallen euch noch ein? Sali schreibt, mitnehmen. Sehr schön. Genau, Lysin, aufstehen. Das sind trennbare Verben. Trennbare Verben heißen so, weil wir sie trennen. Ja, und zwar nach der Vorsilbe. Und das schauen wir uns heute an. Genau, Nico, anziehen. Und Lysine hat aufstehen noch ergänzt. Genau. Und Ashraf schreibt noch ankommen, ausmachen, herausfinden. Ganz genau. Tima meint noch einrufen. Ich kenne das Wort einrufen nicht. Maria meint noch zudecken. Ganz genau. Super. Aber einrufen, vielleicht meintest du einkaufen oder anrufen. Ich glaube, du meintest anrufen. Ja, genau, Ashraf hatte dieselbe Idee. Ja, schauen wir uns das gemeinsam an. Und zwar, wir machen eine Übung. Ich schalte auf den Computer und hier kann ich eure Kommentare sehen. Hallo Tatjana. Bilde einen Satz im Perfekt. Verwende diese Wörter. Zug, 17 Uhr, abfahren. Bitte bilde einen Satz im Perfekt. Zug, 17 Uhr, abfahren. Jetzt muss man überlegen. Ist oder hat? Oder haben oder sein? So muss man überlegen. Ja. Bilde einen Satz im Perfekt. Nutze Zug, 17 Uhr, abfahren. Bilde einen Satz im Perfekt. Tatjana schreibt, der Zug hat um 17 Uhr abgefahren. Hier ist ein kleiner Fehler. Ashraf schreibt, der Zug ist um 17 Uhr abgefahren. Hier sind zwei kleine Fehler. Nico schreibt, der Zug ist um 17 Uhr abgefahren. Hier ist ein kleiner Fehler. Vielleicht kommt noch ein Beispiel. Also, der Zug ist um 17 Uhr abgefahren. Schaut mal. Also, wichtig ist, am Satzanfang muss der Buchstabe groß sein. Das Verb abfahren
fahren hat im Partizip 2 das Sein dabei. Abgefahren sein. Der Zug ist um 17 Uhr abgefahren. Wann haben, wann sein, das muss man bitte lernen. Ja, das muss man zu dem Verb dazu lernen. Das ist wichtig. Also, der Zug ist um 17 Uhr abgefahren. Zweitens, wie lautet dieser Satz im Präsens? Wie lautet dieser Satz im Präsens? Wie lautet dieser Satz im Präsens? Also der Zug ist um 17 Uhr abgefahren. Wie lautet dieser Satz im Präsens? Wie lautet der Satz, der Zug ist um 17 Uhr abgefahren, im Präsens? Nico schreibt, der Zug fährt um 17 Uhr ab. Ja, Aschraf schreibt das auch. Ebenso Tatjana. Mhm. Sehr gut. Der Zug fährt um 17 Uhr ab. Ja, 17 Uhr ist 5 Uhr am Nachmittag. Aber was sieht man hier? Bei trennbaren Verben kommt der zweite Teil an die Position 2 und der erste Teil an die sogenannte letzte Position. Ich wiederhole, bei trennbaren Verben kommt bei einem Hauptsatz der erste Teil an Position 2 und der andere Teil, das Präfix, sagt man, an die letzte Position. Beim Präteritum, wer das schon gelernt hat, der Zug fuhr um 17 Uhr ab, ist das auch so. Präsens, Präteritum. Ich schreibe es dazu. Präteritum. Ja. Das verwenden wir, wenn wir erzählen, ja, wenn wir eine Geschichte erzählen. Man kann das auch in Büchern sehen oder wenn man ja, vom Urlaub erzählt, ja, dann nutzt man das auch gerne. Ich markiere das wieder. Fuhr, ab. Fahren, fuhr, ist gefahren. Der Zug fährt um 17 Uhr ab. Der Zug fuhr um 17 Uhr ab. Der Zug ist abgefahren. Im Perfekt ist das trennbare Verb zusammengeschrieben. Seht ihr das? Hier ist es zusammengeschrieben. Und bei einem Hilfszeitwort, das ist hier ein Hilfszeitwort, wird es immer zusammengeschrieben. Auch mit einem Modalverb. Der Zug möchte pünktlich sein. Ja. Der Zug muss um 17 Uhr abfahren. Hier haben wir ein Modalverb. Das Modalverb ist an der zweiten Position und das Abfahren ist am Ende gemeinsam. Es ist hier wieder zusammen. Beides ist Präsens. Der Zug fährt um 17 Uhr ab. Der Zug muss um 17 Uhr abfahren. Ja, wenn er pünktlich sein will. Ein neues Beispiel. Und zwar, Beispiel 2. Wie lautet der, bilde einen Satz so. Bilde einen Satz im Perfekt. Und zwar, Kurs, anfangen, 13 Uhr. Kurs, anfangen, 13 Uhr. Bilde einen Satz im Perfekt. Genau, Meltem, super, du hast es ganz toll aufgeschrieben.
Bilde einen Satz im Perfekt. Nutze Kurs anfangen 13 Uhr. Kurs anfangen 13 Uhr. Der Kurs hat um 13 Uhr angefangen, sehe ich hier. Tatjana schreibt auch, hat um 13 Uhr angefangen. Denis schreibt auch, der Kurs hat um 13 Uhr angefangen. Sehr gut. Der Kurs hat um 13 Uhr angefangen. Der Kurs hat um 13 Uhr angefangen. Wie lautet dieses? Maria schreibt es auch, super, entschuldige, und Lucien auch, ausgezeichnet. Wie lautet dieser Satz im Präsens? Wie lautet dieser Satz im Präsens? Wie lautet dieser Satz im Präsens? Ich hebe das wieder hervor. Wie lautet dieser Satz im Präsens? Tatjana hat schon einen Tipp abgegeben. Ashraf auch. Mhm. 13 Uhr an, 13 Uhr an. Im Präsens, aber Tima schreibt noch den Perfektsatz auf. Angefangen. Maria schreibt, der Kurs fängt um 13 Uhr an. Und diese Lösung haben auch viele andere. Sehr schön. Also, der Satz lautet im Präsens, der Kurs fängt um 13 Uhr an. Sehr gut, super. Ganz genau. Also, an der zweiten Position gibt es das Verb. Den ersten Teil von dem Verb. Und das Präfix, also diese Vorsilbe, kommt an die letzte Position. Ganz genau. Und es muss ein Hauptsatz sein. Ja? Immer wenn es ein Hauptsatz ist, und im Präsens ist oder im Präteritum, da ist das auch so, sieht das so aus. Ganz genau. Der Kurs fängt um 13 Uhr an. Achtung, beginnt an, das gibt es nicht. Tima, schau mal bitte. Also, du schreibst, der Kurs beginnt um 13 Uhr. Beginnen ist kein trennbares Verb. Die letzte Position bleibt frei. Da ist nichts. Ja? Anfangen ist ein trennbares Verb. Anfangen. Und anfangen ist auch beginnen. Ja? Der Kurs fängt um 13 Uhr an. Fängt an. Dieses Präfix das Präfix wird weggenommen und kommt ans Ende. Schau mal, so wie hier an. Das kommt weg und kommt hier hin. Und das hier wird konjugiert und kommt dahin. Fängt. Der Kurs fängt um 13 Uhr an. Noch ein Beispiel. Drittens. Wie lautet der sondern bilde einen Satz einen Satz im Präsens. So, und zwar folgenden Satz. Am Bahnhof umsteigen. Ich am Bahnhof umsteigen. Ich bringe es in die richtige Reihenfolge. Ja, also bilde einen Satz
im Präsens. Am Bahnhof umsteigen ich. Red Mayhem schreibt, Moment, da ist ein Fehler. Bitte aufpassen. Ashraf schreibt, aha, ja, das ist eine sehr schöne Lösung. Tatjana schreibt, dieselbe Lösung hat aber einen kleinen Fehler. Moment. Meltem, Achtung. Ist das richtig? Jetzt geht es um das Präsens. Präsens. Maria schreibt, ich steige am Bahnhof um. Lysin auch. Rima ebenso. Ganz genau. Ich steige am Bahnhof um. Also, ich verlasse einen Zug und steige in den nächsten Zug ein. Oder ich verlasse den Zug und steige in einen Bus ein. Ja, ich steige um. Ich wechsle die Verbindung. Ja, ganz genau. Bitte Achtung, am Anfang muss man den ersten Buchstaben groß schreiben. Ansonsten gibt es einen kleinen Fehler. Ja, also, wie lautet dieser Satz im Futur 1? Wie lautet dieser Satz im Futur 1? Wie lautet dieser Satz im Futur 1? Oh ja, Meltem, das kann passieren. Wir haben ja zweimal mit dem Perfekt begonnen. Und beim dritten Mal, wenn man nicht acht gibt, dann passiert das. Ja, sehr schön, sehr schön. Ich sehe schon zwei richtige Lösungen. Eine Lösung, da gibt es einen kleinen Fehler. Meltem hat eine richtige Lösung. Tatjana auch. Mit richtig meine ich eine fehlerfreie Lösung. Ich werde am Bahnhof umsteigen. Genau. Ich werde umsteigen. Hier haben wir ein Hilfszeitwort. Das Hilfszeitwort wird konjugiert. Ich werde, du wirst, er, sie, es, man, wird und so weiter. Das nennt man konjugieren. Und wenn das hier ist, dann ist das trennbare Verb nicht getrennt, aber an der letzten Position. Wir vergleichen hier noch einmal. Ich steige am Bahnhof um. Es ist das Verb umsteigen. Im Präsens, wenn es ein Hauptsatz ist, ist der erste Teil an der letzten Position und das Verb, der Verbteil an der zweiten Position. Und an der zweiten Position wird es konjugiert. Ich steige um, du steigst um, er, sie, es, man steigt um. Ja, und so weiter. Und das kommt ganz ans Ende. Ja, so, wie ist das nun hier? Passt gut auf. Welches Verb passt hier? Welches trennbare Verb passt hier? Denk gut nach, welche trennbaren Verben kennst du schon und welches trennbare Verb könnte hier passen? Petra hat ihre Hose, nis, mis, mis, mis.
Ja, gewaschen. Aber ist gewaschen ein trennbares Verb? Nein, gewaschen ist kein trennbares Verb. Ashraf schreibt angezogen. Ja, Maria schreibt auch angezogen. Was passt noch? Nante Naina schreibt angezogen. Ja, aber was passt noch? Eine Möglichkeit ist angezogen. Was gibt's noch? Was passt noch? Angezogen, ausgezogen. Ja, zum Beispiel, Maria. Super, ausgezogen. Gibt es noch etwas vielleicht? Was passt noch? Muss, ausgezogen. Abgewaschen. Ja, warum nicht? Vielleicht hat sie ihre Hose angesehen. Achtung, Aldona, sich umgezogen. Ja, hat ihre Hose umgezogen. Das passt nicht. Hat sich ihre Hose umgezogen? Sie hat sich umgezogen. Ohne der Hose. Petra hat ihre Hose eingekauft. Hosen kauft man nicht ein, die kauft man. Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied zwischen kaufen und einkaufen? Was ist der Unterschied? Genau, anprobieren. Achtung, bekommen ist kein trennbares Verb. Es passt, aber heute geht es um trennbare Verben. Ich schreibe das dazu, dann weiß das jeder. Moment, Thema, trennbare Verben. Ja, schau mal, hier trennbare Verben. Ich schreibe es hier dazu. Petra hat ihre Hose verloren. Achtung, verloren ist kein trennbares Verb. Heute geht es um das trennbare Verb. Aber was ist der Unterschied? Kaufen, einkaufen. Ist das dasselbe oder ist das etwas anderes? Was ist der Unterschied? Wenn du den Unterschied nicht weißt, sag es mir bitte. Kaufen, einkaufen. Genau, Tatjana, umgetauscht. Aber was ist die Antwort auf diese Frage? Was ist der Unterschied? Kaufen, einkaufen. Was ist anders? Ganz genau, Aldona. Aldona schreibt, einkaufen, wir kaufen diese Dinge ein, die wir ständig kaufen. Ganz genau. Redmer Hem schreibt, vielleicht ist einkaufen, wenn man etwas im Markt kauft, ja, oder im Einkaufszentrum kauft. Ja, danke, Danuta, dass du mir das sagst. Danuta sagt, ich weiß es nicht. Ich zeige es euch. Also, einkaufen. Und kaufen. Also, es ist ähnlich wie Aldona gesagt hat, ja, was wir so in der Woche immer und immer und immer wieder kaufen, das kaufen wir ein. Zum Beispiel Lebensmittel, Zahnpasta, ja, Lebensmittel, Zahnpasta, Klopapier oder Toilettenpapier. Ja. Oder was kauft man noch ein? Obst und Gemüse, das gehört zum Lebensmittel. Ja. Obst, Gemüse. Etwas, das man ständig kauft. Eine Hose kauft man nicht ständig. Ja.
Nicht jedes Mal, wenn man zum Einkaufszentrum fährt. Hosen kauft man ja vielleicht einmal im Monat, einmal in 2 Monaten, einmal im halben Jahr. Unregelmäßig, ja? Also nicht regelmäßig. Also kaufen. Zum Beispiel ein Auto. Ja, ein Auto kauft man. Oder ein Mobiltelefon. Ja, ein Mobiltelefon kauft man nicht ein, sondern man kauft es. Ja, wenn du zum Beispiel einmal pro Woche Pizza isst, dann ist alles, was auf der Pizza ist, ein Teil vom Einkaufen. Genau. Jetzt schaue ich, was ihr aufschreibt. Jetzt waren sehr viele Sachen. Etwas zum vom Geschäft kaufen. Vom Geschäft kaufen. Sali schreibt, der Kurs fängt um 13 Uhr an. Bitte mach einen Punkt, dann ist es richtig. Dann Alexa, kauf mir Klopapier. Also, wenn du Klopapier immer und immer wieder kaufst, regelmäßig, ja dann mit immer und immer wieder, in einem kurzen Zeitraum, ja, und das immer und immer wieder und ständig, fast jedes Mal, dann sagst du einkaufen. Wenn du kaufen nutzt, dann machst du das einmal, ja, und nicht so regelmäßig. Die Reinigungsmittel, genau, die gehören auch zum Einkauf. Und ich wusste den Unterschied nicht. Sehr gerne, Tatjana. Und Nante Naina schreibt, einen Laptop. Ja, sehr gut. Das ist ein gutes Beispiel. Einen Laptop kauft man. Ganz genau. Und Danuta schickt noch ein paar Küsschen. Sehr gerne. Danke, dass du das sagst. Dann kann ich helfen. Ja, super. Also, jetzt zurück zu unserem Thema. Trennbare Verben. Einkaufen ist ein trennbares Verb, ganz genau. Ich schalte zurück. Genau. Nächste Übung, und zwar. Das sind unsere Wörter: stattfinden, am Wochenende, Rockkonzert. Ja, jetzt die Aufgabe. Bilde einen Satz im Präsens. Wir verwenden das Verb, schreibt Dennis, kaufen mit einem Objekt, aber einkaufen mit keinem Objekt. Wie soll ich sagen? Lass mich deinen Satz nochmal lesen. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Ich gehe einkaufen, kann man auch ohne Objekt nutzen, so meinst du. Und ich kaufe, da braucht man ein Objekt. Jein. Ich kann schon sagen, ich kaufe. Ja, wer möchte das haben? Ich kaufe. Das kann ich schon sagen. Aber so generell ja, das kann man so sagen. Ich schalte nochmal zurück auf die Kommentare, denn es gibt schon einige Sätze im Präsens. Und zwar, schauen wir mal. Da gibt es einen Kurs. Ja, am Dienstag ist immer A2, am Mittwoch ist B1 und am Dienstag ist A1, am Mittwoch ist A2, am Donnerstag ist B1 und am Freitag ist B2. So, also, aber jetzt nochmal zurück. Das Rockkonzert findet am Wochenende statt. Ja, sehr schöne Variante. Rockkonzert findet am Wochenende statt. Hier fehlt der bestimmte Artikel. Achtung.
Meltem schreibt, oder der unbestimmte Einrockkonzert. Wir haben ja noch nicht über das Konzert gesprochen. Ja, also ein Artikel fehlt hier. Meltem schreibt, das Rockkonzert findet am Wochenende statt. Das Rockkonzert, Achtung, das Konzert. Das Konzert. Der Rock, aber das Konzert. Der Artikel kommt immer vom letzten Wort, ja. Das Rockkonzert findet am Wochenende statt. Nico schreibt, am Wochenende findet ein Rockkonzert statt. Achtung, findet statt. Heute geht es um trennbare Verben. Dann Maria schreibt, das Rockkonzert findet am Wochenende statt. Super. Nante Naina schreibt, Rockkonzert findet am Wochenende statt. Bitte nutze einen Artikel. Ja, zum Beispiel das Konzert, das Rockkonzert oder ein Rockkonzert findet am Wochenende statt. Sali schreibt, ich steige am Bahnhof um. Aha, du schaust schon die Wiederholung. Abdel Harim schreibt, am Wochenende findet ein oder das Rockkonzert statt. Diesen Buchstaben musst du groß schreiben und hier fehlt ein Punkt. Achtung, in diesem Satz gibt es 3 Fehler. Du musst aufpassen. Hör gut zu. Am Wochenende findet das oder ein Rockkonzert statt. Punkt. Und Irina schreibt, am Wochenende findet, nicht es stattfindet, trennbare Verben. Am Wochenende findet ein Rockkonzert statt. Schau mal, wie das Maria schreibt. Ja, das ist korrekt. So, dann, jetzt geht es weiter. Ich schalte zurück auf den Computer und jetzt schreibe ich den Satz auf. Ja, zum Beispiel am Wochenende findet ein Rockkonzert statt. Oder ich kann auch sagen, ein Rockkonzert findet am Wochenende statt. Wann sage ich das? Ja, wenn es mir wichtig ist, dass du das weißt, am Wochenende ist ja wichtig, dann sage ich, am Wochenende findet ein Rockkonzert statt. Möchtest du mitkommen? Wenn das Rockkonzert die wichtige Information ist, dann sage ich, ein Rockkonzert findet am Wochenende statt. Hast du Lust mitzukommen? Jetzt ist die nächste Aufgabe. Wie lautet der Satz im Perfekt? 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 Ein Satz im Perfekt. Wie lautet der Satz im Perfekt? Am Wochenende hat ein Rockkonzert stattgefunden, schreibt Denis. Diese Variante ist fehlerfrei. Meltem schreibt, das Rockkonzert hat am Wochenende stattgefunden. Genau. Tatjana schreibt, das Rockkonzert hat am Wochenende stattgefunden. Sehr schön. Maria hat auch diese Lösung. Am Wochenende hat ein Rockkonzert stattgefunden. Genau. Findet statt, hat stattgefunden. Sehr schön. Abdel Karim schreibt, am Wochenende hat ein Rockkonzert stattgefunden. Super. Dann gibt es eine Frage, sehe ich, und zwar, könnten Sie bitte den Unterschied zwischen nachschauen und einem ähnlichen Verb mit schauen erklären? Ja, gerne. Und zwar, ihr schreibt noch Antworten und ich erkläre das mal. Also, es gibt ja schauen. Man könnte auch sagen gucken, ja, schauen.
Anschauen oder zuschauen oder nachschauen oder zum Beispiel, was gibt es da noch? Was fällt mir ein? Abschauen. Das sollte man nicht tun. Ich erkläre es gleich. Also, wenn ich etwas ansehe, dann konzentriere ich meinen Blick auf das Ding. Zum Beispiel, ich sehe die Tasse an. Also jetzt sehe ich euch an. Jetzt sehe ich die Tasse an. Mein Blick ist auf der Tasse. Ich kann aber auch einen Film ansehen. Am Wochenende schaue ich einen Film an. Das weiß ich heute schon. Ganz fix. Wenn ich es nicht ganz genau weiß, dann sage ich, am Wochenende werde ich einen Film anschauen oder ansehen. Wenn ich bei einem Fußballspiel bin, dann schaue ich zu. Ich spiele nicht selbst, sondern ich schaue zu. Ich beobachte das Spiel. Mein Blick ist bei dem Fußballspiel. Ich schaue zu. Wir sagen auch, ich bin Zuseher oder Zuschauer. Ja? Nachschauen. Wie war das Wort Dankeschön, nein, nicht das Wort, sondern wie war vielen Dank auf Arabisch? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich nehme das Wörterbuch und schaue nach. Nachschauen. Nachschauen. Irgendwas mit Schukran war das, aber ich weiß es nicht mehr genau. Ich schaue nach. Das ist Nachschauen. Und Abschauen bedeutet, man zum Beispiel, es gibt einen Test und ich weiß die Lösung nicht. Aber die andere Person da drüben, die weiß es schon. Und wenn ich das mache hier, dann schaue ich ab. Ja? Und dann schreibe ich auf, was ich hier sehe. Und dann schimpft der Prüfer und sagt, aber Johannes, du darfst nicht abschauen. Man kann sich aber auch etwas noch anderes abschauen. Und zwar, wenn jemand etwas toll macht, ja, dann kann man sich das von der anderen Person abschauen. Man sagt auch abgucken, ja, deshalb sage ich hier gucken. Schauen ist gucken. Sehen, ansehen, zusehen, nachsehen, nachschauen, ja, abschauen. Sehen, absehen. Ja, das Wort absehen bedeutet etwas anderes. Das heißt, ich habe kein Interesse mehr an einer Sache. Aber ansonsten, ich glaube, da gibt es ein paar Wörter. Ansehen, anschauen sind trennbar. Zuschauen ist trennbar. Nachschauen ist auch trennbar. Und abschauen auch. Ja, so, ich hoffe, dass ich dir helfen konnte und dann lasst uns gleich einen Beispielsatz bilden und zwar, Fußballspiel, zuschauen, gerne. Möchten. So. Fußballspiel zuschauen gerne möchten. Nehmen wir noch am Wochenende. Am Wochenende. So. Genau, also schauen und gucken sind Synonyme. Ja. Und diese Synonyme sind sehr häufig, ja, ident. Ihr müsst das so wissen. Das Gucken ist eher im Norden vom deutschsprachigen Raum. Es gibt ja Deutschland, Österreich, Schweiz, ja, eher im Norden. Und Schauen ist eher im Süden, ja. Aber es ist beides ungefähr dasselbe. Ja, ganz genau, Maria. Maria schreibt, im Allgäu ist es mehr gucken als schauen. Genau.
Ja, es hat auch mit dem zu tun, was Leute im Dialekt verwenden. Ja, aber jetzt, ach so, ihr braucht noch einen Tempus. Moment, Präsens bitte. Moment. Moment, Präsens. Ja, möchten ist eigentlich Konjunktiv 2, aber bitte wie mit einem Modalverb, ja? Eigentlich ist es K2, schreibe ich jetzt dazu. Ja, was das ist, erkläre ich ein anderes Mal. Aber ihr kennt das ja, ich möchte eine Pizza. Ja, ihr kennt das. Also, Ashraf schreibt, ich möchte gerne am Wochenende ein Fußballspiel zuschauen. Es ist ein kleiner Fehler. Wie geht es weiter? Red Mayhem schreibt, am Wochenende möchte ich gerne das Fußballspiel zuschauen. Achtung, da ist auch ein kleiner Fehler. Wir brauchen hier eine Präposition. Ich zeige es euch, und zwar bei jemandem oder etwas zuschauen oder zusehen. Ja? Bei jemandem oder etwas zusehen, zuschauen. Ich markiere das in gelb. Bitte merkt euch diese Präposition. Und der Satz ist, ich möchte gerne am Wochenende bei, beim Fußballspiel zusehen oder zuschauen. Ja? Bei wem? Bei wem oder was? Bei jemandem oder etwas zusehen, zuschauen. Ja? Das ist fix verbunden. Bei, und dann brauchen wir den richtigen Artikel. Ja. Das Fußballspiel, dem Fußballspiel, beim Fußballspiel. Ja? Beim Fußballspiel, bei dem, bei diesem Fußballspiel. So, jetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Ich auch nicht. Danke, Siri, für den Hinweis. Moment, das haben wir gleich. Also, wir brauchen die Präposition bei. Bei jemandem oder etwas zusehen oder zuschauen. Ich schaue beim Fußballspiel zu. Ich sehe beim Fußballspiel zu. Ja, jetzt mit Modalverb. Ich möchte gerne beim Fußballspiel zusehen oder zuschauen. Ja, Siri ist immer wieder ein Hit, ja. Ich schreibe den Satz nochmal auf. Ja, ich möchte gerne. Ich teile ihn auf. Ja, ich möchte gerne. Bei wem? Also jemandem oder etwas. Beim Fußballspiel zusehen oder zuschauen. Da kann man beides nehmen. So, jetzt sieht man hier die Position 2 und hier sieht man die letzte Position. Modalverb plus das trennbare Verb. Jetzt ohne trennbares Verb. Ich schaue zum Beispiel am Wochenende beim Fußballspiel zu. Ja, wir haben wieder an der zweiten Position den Verbteil und an der letzten Position das trennbare Präfix.
So, das war der Bruder von Alexa, ja. Das war der Bruder von Alexa. Aber der Bruder von Alexa hat mir gesagt, dass ich es nochmal erklären muss. Ganz genau. So, also ich schaue am Wochenende beim Fußballspiel zu. Ja? Zuseher sein. Ich bin Zuseher. Ich schaue zu. Ich bin im Publikum. Ja? Meltem schreibt, ich schaue am Wochenende beim Fußballspiel zu. Ganz genau. Präsens. So, wie lautet dieser Satz? Wie lautet dieser Satz im Futur 1? Wie lautet dieser Satz im Futur 1? Wie lautet dieser Satz im Futur 1? Und denkt daran, es gibt zwei Versionen, schaue oder schau oder sehen, ja? Ich am Wochenende beim Fußballspiel zuschauen. Meltem, da ist was passiert? Ich glaube, da ist ein Wort verschwunden. Das kann passieren. Aber jetzt kommen die Antworten. Also Futur 1, ich schalte zu euch zurück. Und zwar, am Wochenende werde ich beim Fußballspiel zuschauen oder zusehen. Wunderschön, den ist sehr gut. Meltem schreibt, ich werde am Wochenende beim Fußballspiel zuschauen. Meltem, du musst es zusammenschreiben. Du musst es zusammenschreiben. Das ist hier wichtig, ja? Dann Tatjana schreibt, ich werde am Wochenende beim Fußballspiel zusehen. Ganz genau. Maria schreibt, ich werde am Wochenende beim Fußballspiel zuschauen. Und Lucine schreibt, ich werde am Wochenende beim Fußballspiel zuschauen. Super macht ihr das. Ausgezeichnet. Also, was merken wir uns? Wenn es ein trennbares Verb ist, dann gibt es ein Präfix, eine Vorsilbe. Da gibt es verschiedene. Die Vorsilbe kommt an die letzte Position, wenn es ein Hauptsatz ist und wenn es ein Satz im Präsens oder im Präteritum ist. Und bei allen anderen kommt einfach das Verb als Gesamtes an die letzte Position. Wenn wir ein Modalverb haben, ja, oder ein Hilfszeitwort haben, dann kommen trennbare Verben ganz normal wie alle anderen Verben an die letzte Position. Genau, ich werde am Wochenende beim Fußballspiel zuschauen, ausgezeichnet. Ich würde am Wochenende beim Fußballspiel zuschauen, da ist ein S verschwunden. Achtung, das ist Konjunktiv 2, das bedeutet, es ist ein Wunsch. Ich würde gerne. Aber aus irgendeinem Grund kannst du nicht. Ja? Ich würde so gerne am Wochenende zuschauen. Ich kann aber nicht. Das ich kann aber nicht, sagt man dann nicht. Das heißt das schon. Ja? Ich würde so gerne am Wochenende zuschauen. Oder ich habe einen Wunsch und sage, Fifi, ich würde so gerne am Wochenende beim Fußballspiel zuschauen. Kommst du auch mit? Und dann kannst du sagen, na, nee, nicht schon wieder Fußball. Ich war jetzt vor 3 Wochen, vor 4 Wochen, vor 5 Wochen. Jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt möchte ich nicht mehr. Oder du sagst, ja, gerne. Wenn du die Karten bezahlst. Ja, dann gerne. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Werde, ja, eine Form von werden. Würde ist auch eine Form von werden, aber es bedeutet etwas anderes. Es ist ein Wunsch. Ja, so, dann, was gibt es noch heute? Heute habe ich, und wenn du das verpasst hast,
Schau später noch einmal diese Folge an. Am Anfang zeige ich dir, wie du diese Bücher verwenden kannst. Ich habe euch Bücher empfohlen. In der Videobeschreibung von diesem Video findest du diese Bücher. Insgesamt gibt es 4. Wenn du dich für eine Prüfung vorbereitest, dann gibt es diese Vorbereitungsbücher. Und wenn du die Niveaustufe beginnen möchtest, so richtig beginnen möchtest, dann gibt es ein Kursbuch und ein Übungsbuch. Und das Schöne ist, du kannst alles alleine machen, denn es gibt die Lösungen dazu. Und wenn es Schreibaufgaben sind, dann kannst du sie mir einfach schicken. Ja, schreib das einfach und schick sie mir zu. So, das war heute eine ganze Menge. Ihr könnt auf euch stolz sein. Ihr habt das heute ganz toll gemacht. Wenn ihr Lust habt, dann sehen wir uns morgen bei A2 wieder. Oder wie heute schon jemand gefragt hat, wann ist B2 am Freitag? Und wenn du den Stundenplan suchst, ich schreibe ihn ins Bild, dann kannst du das sehen, wo das ist. Moment. Den Stundenplan gibt es immer hier und zwar auf https://stundenplan/jopiguru. So, ich gebe das ins Bild, ja. Hier https://stundenplan.jofi.guru, da bekommst du dann den Stundenplan und den aktualisiere ich einmal in der Woche. Aber diesen Link, fällt mir gerade ein, gibt es auch in der Videobeschreibung. Also einfach auf die Videobeschreibung und anklicken. Sehr gerne. So, dann, falls wir uns nur bei A1 sehen, wünsche ich dir eine schöne Woche. Falls wir uns morgen sehen, einen schönen restlichen Tag. Und falls wir uns in dieser Woche irgendwann wiedersehen, dann ein paar schöne Tage. Alles Gute und viel Spaß beim Weiterlernen. Bis bald. Auf Wiedersehen.